Wir klauen heute das wertvollste Dokument der Welt. Es ist eingeschlossen im sichersten Tresor Europas. Viel Glück, Buxtehude. Knack den Tresor. Schau dir das Ding an. Ah, ist schon zu. Das ist schlau. Und du weißt ja, um was es heute geht, Ari. Es geht um den ersten Punkt vom großen. Das schaffst du nie! Challenge-Monat! Wir spielen den großen DSDN-Challenge-Monat! In den nächsten 5 Folgen gibt es nur Challenges. Und dafür gibt es Punkte. Also, wenn Sebastian oder ich gewinnen, dann kriegen wir einen Punkt. Verliert ihr, krieg ich einen Punkt. Und wer bei 5 Challenges dann am Ende hinten liegt, der bekommt die XXX. What the fuck? It's huge Strafe! Die Regel, Ari. Du hast eine Stunde Zeit, um diesen Tresor zu öffnen. In der ersten halben Stunde darfst du nur diese Sachen benutzen. In der zweiten halben Stunde darfst du dich hier frei bewegen. Ach du! Sag mir erstmal, was da drin ist. Vielleicht lohnt sich das ja auch gar nicht. Da ist wirklich ein wertvolles Dokument drin. Wenn es ein Autogramm von dir ist, bring ich dich um. Ari, nein. Das ist mit dem Autogramm. Ich meine, so billig bin nicht mal ich. Eine Stunde ab jetzt. Oh, ist laut, Alter! Guck mal! Schockierend wenig passiert, ne? Ja, ist noch nicht mal eine Beule. Maximal so ein kleiner Lackschaden. Also Einbrecher wärst du, glaube ich, kein guter, weil die ganze Nachbarschaft ist wach. Achtung, Leute, geht in Deckung! Ach, das kann ich natürlich auch kaputt. Wahrscheinlich bringt das aber nichts. Alter! Vorsicht, Ari, da ist ein wertvolles Dokument. Nee, das wird nichts. Also, die erste Viertelstunde ist rum und ich muss sagen, der Tresor hält das, was er verspricht. Er bleibt zu. Vielleicht hole ich noch mal das Milcheisen. Oder man muss so eine Ecke, dass sich das so verbiegt und dann. Da verbiegt sich schon leicht was. Oh! Aha! Berühmte Eselohr-Taktik beim Tresor. Schaut es euch an! Die kleine Ratte macht da ein Sichtloch rein. Das hilft da alles nichts. Es ist ja offen. Ich kann ja reingucken. Kann halt nur nichts rausholen und weiter aufhebeln kann ich es auch nicht. Also da ist jetzt auch Einbahnstraße. Willst du wissen, was die gute Nachricht ist, Ari? Nach der halben Stunde kriegst du sogar eine Flex von mir. Eine richtige Flex? Eine richtige Flex. Wie groß? Groß. Ich kenne mich aus mit Flexen. Ich weiß. Ari, deine zweite halbe Stunde beginnt. Und du kriegst von mir ein Geschenk, wie versprochen. Schau mal!
kleiner Pimmel. So froh, dass du das gemacht hast. Weil das eine Pimmelaktion ist, weil das Kacke ist. Ich kann hier jetzt alles machen, was ich will, ne? Eine halbe Stunde lang, ja. Dann entschuldige mich mal kurz. Ich hab da schon was im Augenwinkel gesehen. Ich hab da vielleicht eine Idee. Den will ich. Schnell! Könnte ich mir ganz kurz das Gerät hier mal ausleihen? Also ich sehe, Ari steht da hinten bei diesem krassen Bagger. Aber den kann sie niemals hierher fahren. Jetzt will sie wieder mit dem scheiß Bagger fahren. Niemals. Ich bin so bereit, Leute, das kommt dir gar nicht. Scheiße, jetzt ist die Bahn frei. Alter, die sieht so irre aus. Die sieht so irre aus da drin. Alter, jetzt stopp! Alter. Scheiße! Hab gedacht, der geht jetzt schon kaputt! Alter, ist der hoch! Alter, ist der hoch! So? Nein, der wackelt noch! Alter, der wackelt so! Scheiße, Leute! Ich hätte ja gedacht, es zerschmettert mehr. Also mehr als gar nicht auf jeden Fall. Nochmal. Das ist noch eine Viertelstunde, Ari. Oh. Alter, das Ding ist ja massive! Sieht aus wie ein Dinosaurier! Scheiße. Ach so! Oh nein! Oh nein! Ja. Alter, das ist, oh Alter, das hält ja immer noch. Scheiße, er ist offen. Kacke, er ist offen. Ich dachte, er wäre nicht so weit auf. Oder vielleicht machen wir es doch noch mal. Oh, Ari, mein Leinwerk nicht loslassen. Oh! Ich verzweifle an diesem Ding. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin mit einem tonnenschweren Bagger auf das Ding losgegangen und es ist immer noch zu. Oh, fuck, ist der hoch! Wie viel habe ich noch? 6 Minuten. Okay, Flex, wo ist Flex? Flex? Danke, Tippes! Ari, du spinnst wirklich, du spinnst offiziell. Das ist mein Paradies. Oh Mann, Ari, du machst mich fertig. Pass jetzt auf, dass da jetzt nichts mehr schief geht. Geht die Scheiße auf. Ari, es ist die letzte Minute. Scheiße, du bist so nah dran. Du bist so nah dran. Wo ist denn die Scheiße? 40 Sekunden. Oh. Alter, bitte bleib zu. Oh, oh, oh. Ari, 30 Sekunden. Scheiße, ich fass es nicht. Es sind die letzten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, du bist so nah dran. 5, 4, 3. Ari. Hallo! Was?
Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ach, wo hängst du denn mit dem Scheiß denn? Das tut mir wirklich leid. Schau die Check an. Leute, die Challenge ist vorbei, aber es ist hier völlig wurscht, weil sie ist nämlich offiziell irre. Erstes Spiel und erster Punkt für mich. Jetzt schließ auf und zeig mir, was drin ist. Hoppa! Jetzt, perfekt. So. Es ist eine verfickte Scheiß-Autogrammkarte. Boah, Leute! Nein! Ari, schreibt mal mit E. Eine Autogrammkarte von Marc Seibold. Mit K. Danke. 0 zu 1, ja. Okay, Endcut. So, Leute, mich würde interessieren, wie hättet ihr denn diesen Tresor geöffnet? Schreibt's mal in die Kommentare. Das ist richtig aufgerissen. Und hier unten unbedingt Abo dalassen. Geil. Wenn ihr euch fragt, aber wieso kann die Ari denn so gut flexen? Weil die Ari Übung hat. Das seht ihr hier. Und unsere KollegInnen von Pocket Money von Funk zeigen euch die 5 lustigsten Banküberfälle. Damit kann ich mich auf jeden Fall nicht bewerben. Marc, warte, du musst bezahlen. Ich hab Hunger.